Okay, soviel zur PlayStation 1. Ich habe, glaube ich, ja keinen Controller hier gerade rumfliegen. Aber ihr wisst ja, wie der aussieht. Da hat sich über die Jahre ja nicht wirklich viel getan. Okay, soviel zur PlayStation 1. Und jetzt kommen wir zu der geilsten Ära überhaupt. Ich habe gesagt, dass ich die GameCube-Ära besser finde. Bleibe ich auch bei. Aber das war wirklich meine aller erste Konsole, die ich je hatte. Und zwar das Nintendo 64. Da ist das Urgestein. Das habe ich Weihnachten 1998 bekommen. Werde ich nie vergessen. Ich habe auch sogar hier das Expansion Pack drin. Das ist eine 8 MB Erweiterung. Damit könnt ihr zum Beispiel Spiele spielen wie Majora's Mask. Die werde ich euch gleich als nächstes zeigen. Ihr müsst sogar das Expansion Pack haben, um es zu spielen. Spiele wie Majora's Mask zum Beispiel. Perfect Dark braucht es, glaube ich, auch. Manche Spiele brauchen es aber nicht zwingend. Und die meisten Spiele profitieren davon nicht, weiß ich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Spiele spielt wie, keine Ahnung, Lilith Wars oder so, Star Fox einfach, ihr werdet das Ding nicht brauchen und ihr werdet auch wirklich nichts davon, es wird einfach nicht gebraucht für die Spiele, fertig, so. Das war wirklich eine der ersten Konsolen, die ich hatte, die erste Konsole überhaupt, und ich habe daran auch super, super tolle Erinnerungen. Mario Kart 64 werde ich euch gleich noch zeigen, Super Smash Bros., Super Mario 64 und all diese Spiele, die sind mir wirklich so hängen geblieben. Damit bin ich wirklich groß geworden, kann ich sagen, mit dem Nintendo 64. Über Jahre hinweg, ich hatte damals einen PC und ich hatte damals halt das Nintendo 64 und egal was es war, Freunde kamen vorbei und direkt zack nach der Schule Nintendo 64 angeschmissen und so. Ah, es war schon wirklich sehr heftig. Vor 14 Jahren müsste das jetzt gewesen sein, glaube ich. Ja, 14 Jahre habe ich das Ding jetzt mittlerweile schon und es funktioniert immer noch. Und es sieht verflucht gut aus, muss ich sagen. Es ist mir auf den Boden gedonnert, gar nicht mal so lange her, funktioniert immer noch. Das Ding ist wirklich super. Wenn ihr mal die Werbung gesehen habt damals, da hatte ich immer das Gefühl, boah, das ist ein riesiges Teil und das war immer so groß, hatte ich immer das Gefühl, so richtig riesig. Und dann packte das aus und dann ist das wirklich nur so arschklein. damals war das ja auch so, dass Nintendo halt auf die Cartridges gesetzt hat, immer noch. Was natürlich dazu geführt hat, dass ihr keine Ladezeiten in Spielen hattet. Bei der PlayStation war das natürlich der Fall. Die haben auf CDs gewechselt und deswegen kam auch Final Fantasy nicht für eine Nintendo-Konsole raus, sondern halt für die Sony-Konsole, wegen den ganzen Cutscenes und so, weil einfach kein Platz auf den Cartridges war. Im Prinzip hatte man Platz, aber diese Dinger waren super teuer herzustellen. Und ich denke, ein Spiel wie Final Fantasy 7, das wäre garantiert auf ziemlich vielen Cartridges gekommen und sowas wie Cutscenes war da unvorstellbar auf diesen Dingern. Und Voice Acting genauso, also Synchronisation, das war auch gar nicht zu denken. Gut, hatte man jetzt in Final Fantasy 7 außer ein paar Lauten wahrscheinlich gar nicht, aber das kam mit der Zeit auf jeden Fall. Ja, definitiv super geil, ihr habt es hier angemacht, Reset-Button hier, 4 Controller-Ports, hier hat es auf jeden Fall geleuchtet. Super, super genial und jetzt wollte ich euch natürlich noch zeigen, hier habe ich mich jahrelang gefragt, wozu ist dieses Ding da? Jahrelang. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, niemand wusste es. Ich habe nichts in Zeitungen gelesen, die ich mir damals gekauft habe. Nichts, gar nichts. Erst, wo das Internet so richtig populär wurde, gut, populär war es schon immer, aber wo es jetzt so richtig groß geworden wurde und viele Informationen einfach geteilt wurden über die Jahre, habe ich herausgefunden, dass hier das Nintendo 64 DD rankommt. Denn das wurde nur in Japan verkauft, hat sich fast gar nicht verkauft, war ein kompletter Flop von Nintendo. Die wollten mit dem Ding wahrscheinlich Sony zeigen, wie es richtig geht. Aber das war ein Griff ins Klo. Ihr hattet da Spiele drauf, wie zum Beispiel diesen Giganten da, kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mal genau, diesen gelben Giganten. Jin the Giant oder irgendwie so. Mario Paint hattet ihr da drauf, oder das hieß da glaube ich Mario Artist. Natürlich die Erweiterung von F-Zero X, da habe ich schon drüber gesprochen. Und noch ein paar andere Spiele mehr, an die ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht erinnern kann. Da sollte auch noch eine Erweiterung für Zelda Ocarina of Time rauskommen. Nennt sich Ura Zelda. Wer das verfolgt hat, hat wirklich nie das Gesicht gesehen der Welt, kann man quasi sagen. Das wurde von Nintendo gecancelt. Nintendo sagt offiziell, dass Master Quest, was mit Wind Waker dabei kam, dass es damit geliefert werden sollte. Aber viele Fans sind sich sicher, dass es das garantiert nicht ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine gehackte ROM hat oder so von Ocarina of Time, dann wird man schnell sehen, dass da Disk hintersteht, wenn man jetzt eine neue File anlegt. Und da hat man auch dann dadurch gemerkt, haha, Nintendo wollte da was rausbringen. Kam nie raus, sehr, sehr, sehr schade. Eine Erweiterung für Super Mario 64 war auch in der Planung, wurde auch gecancelt. Googelt am besten mal nach ein paar Bildern. Dann werdet ihr das Ding sehen. Ist wirklich ein großer, klobiger Kasten, kann ich sagen. Der wird unten halb dran gesteckt, stellt ihr hin, macht ihr an und dann geht's auch direkt. Hat ein schickes Logo, dreht sich so schön mein Boot ab und
ja, es hat nicht wirklich viel hergemacht, es wurde kaum verkauft. Wenn ihr so ein Ding ersteigern wollt, dann könnt ihr locker bei eBay an die 1000 Euro rechnen. 500 Euro, die Dinger sind super selten. Irgendwo in der Preisspanne 500 bis 1000 Euro halt. Genauso die Spiele, die kosten glaube ich auch pro Stück mittlerweile 100 Euro. Vor noch 4 Jahren hat man die Dinger wirklich noch günstig bekommen. Da waren die noch im Umlauf, aber mittlerweile sind die wirklich sehr selten geworden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ein relativ großer Sammler eigentlich bin. Was heißt groß? Ich sammle halt gerne Sachen, die ich halt so bekomme und die ich mir über Jahre gekauft habe. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich hatte auch vor, wirklich aktiv Nintendo 64 Titel zu sammeln, aber die wurden über die Jahre wirklich so teuer, das ging gar nicht. Aber es ist natürlich immer, wenn man auf Flohmärkten guckt oder so, dann kriegt man die für einen Apfel und ein Ei quasi hinterhergeworfen. Muss man immer gucken. So viel erstmal zum Nintendo 64. Wirklich, ich hatte da vielleicht die geilste Zeit überhaupt mit Super Smash Bros. Und was nicht alles. 4-Player-Koop, F-Zero X, meine Freunde abgezogen und was nicht alles. Kam für mich persönlich auch der geilste Zelda-Teil überhaupt aus Majora's Mask. Nicht zu vergessen ist natürlich auch The Wind Waker. Genialer Zelda-Teil. Ich weiß noch, wie ich und die anderen, also die meisten Leute einfach darüber total empört waren. Die wollten einfach wieder so ein Ocarina of Time haben, so schön düster und dunkel und so. Und dann kamen plötzlich Screenshots zutage, wo Link da mit Ganon gekämpft hat oder Ganondorf vielmehr. Und die waren super realistisch und so, alle haben sich gefreut. Und dann hat Nintendo gesagt, nö, wir machen Cell-Shading, was damals super, super in war. Heutzutage wird das quasi nur noch für Indie-Games oder für Borderlands benutzt oder so. und alle waren wirklich so empört und haben gesagt, das ist scheiße, Wind Waker ist kacke, wir wollen unsere super tolle Grafik haben und so. Und ich war leider auch einer, der so gemeckert hat darüber und ich habe es mir deswegen auch nicht gekauft damals. Bei Kollegen Jahre später erst gezockt. Und dann habe ich erst gemerkt, was das für ein geiler Zelda-Teil war. Das war wirklich der, ich will nicht sagen der beste Zelda-Teil, aber einer der besten Zelda-Teile, die je gemacht worden sind. Die Musik, die ganzen Moves, die Link neu dazu bekommen hat. Es ist spaßig bis zum Ende. Ihr fahrt natürlich mit dem Boot komplett übers Meer und so. Hammer. Wirklich absoluter Hammer. Der geilste Zelda-Teil überhaupt. Das ist mir wirklich erst Jahre später bewusst geworden. Finde ich auch wirklich sehr schade, wer sich es damals gekauft hat. Ich denke, bei eBay kriegt man es auch und bei Amazon. Der hatte damals die Master Quest dabei. Die Disc, die wurde mitgeliefert. Mit Ocarina of Time sogar. Wurde ein bisschen aufpoliert, das Spiel, grafisch eher weniger, aber Lags und Delays und so, was man da damals hatte vom Nintendo 64, weil das Nintendo 64 auch nicht das Hardware-stärkste Ding war, wurde eigentlich gesagt, oh, es ist super stark, aber man weiß, dass es wirklich nicht die Power-Maschine war. Und da haben die einfach so die Lags halt rausgebügelt aus dem Spiel und das spielt sich einfach ein Ticken flüssiger. So viel erstmal dazu, Nintendo 64, hammergeiles Ding. Kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Dieses Ding kriegt ihr mit dem Finger nie raus. Da könnt ihr poolen, wie ihr wollt. Ich krieg's auch jetzt nicht raus, weil man sich furchtbar anstrengt, bestimmt. Ihr hattet damals mit dem Pack, das Expansion Pack, wie viel hat das gekostet? Ich glaube 80 Mark damals oder so, 70 Mark ungefähr. Dann habt ihr gepoolt, das ging natürlich nicht. Da habt ihr so ein Ding gehabt, so aus Kunststoff. Habt ihr hier angesetzt und einfach hochgezogen und dann kam das Ding raus, dieses Jumper Pack. Das war so ein schwarzes, graues, schwarzes, ich weiß nicht genau, grau oder schwarzes Pack. Was dann natürlich der RAM für das Nintendo 64 war. Und dann habt ihr das Teil halt eingesetzt. Wirklich super toll, wurde aber nicht von so vielen Spielen genutzt, was es natürlich dann teilweise auch total sinnlos gemacht hat. Aber für Spiele wie Majora's Mask brauchte man das einfach. Okay, legen wir erstmal beiseite und machen dann weiter mit den Nintendo 64 Spielen. Und wir fangen an mit dem geilsten Zelda-Teil für mich persönlich. Ich mag das Spiel ehrlich gesagt noch mehr als Ocarina of Time. Hier haben wir das mit einer goldenen Cartridge, Zelda Majora's Mask. Ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr es auch seht. Definitiv für mich der beste Titel überhaupt. Da habt ihr es nochmal von hinten. Cartridge hat es über die Jahre so ein bisschen was abbekommen. Nichtsdestotrotz, das Ding funktioniert noch. Für dieses Spiel war es zwingend notwendig, dass ihr diese Expansion-Erweiterung für den RAM halt hattet, sonst hat das Spiel nicht funktioniert. Da konntet ihr machen, was ihr wolltet. Und ich, der kleine Sebastian, damals rausgegangen, hat sich das Spiel gekauft, hat in die Konsole gesteckt und dann hat er gesagt, huch, ja, das funktioniert irgendwie nicht. Und ja, dann konnte ich erstmal eine Zeit lang warten, bis ich das Expansion-Pack hatte. Und das Spiel lag wirklich eine Zeit lang erstmal rum und ich konnte es nicht spielen. Und mir hat das so in die Finger gejuckt. Und wenn man halt klein ist, hat man nicht so viel Geld zur Verfügung, so ist das nun mal. Und ja, hatte ich wirklich ein neues Spiel da liegen und konnte es nicht spielen, ne? Weil ich mich vorher nicht wirklich informiert hatte. Es stand auch wirklich gar nicht auf der Verpackung drauf, kann ich mich erinnern oder so. Und dann stand einfach da, ja, das Spiel braucht das Teil einfach. Und so ist es halt. Ich kann vielleicht mal
für die Jüngeren unter euch, die sich das wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr vorstellen können, das ist das Spiel, kommt hier natürlich rein. Früher hatte man beim Super Nintendo so einen Eject-Button, da ist das Spiel rausgesprungen, jetzt zieht man die Cartridge einfach raus und wenn es natürlich nicht funktioniert hat, dann hat man natürlich reingepustet, was eigentlich kompletter Quatsch ist, weil man eigentlich da nur noch Spucke reinkriegt und dann könnten die Kontakte irgendwie verrosten oder so. Ich habe jahrelang da reingepustet und die Dinger funktionieren bis heute, also so viel mal dazu. Wirklich super geil, Majora's Mask mit den ganzen Masken. Ich habe alle Masken gehabt. Ich habe immer noch den Spielstand von vor über 10 Jahren hier drauf. Alle Masken, selbst die Maske der grimmigen Gottheit habe ich da freigeschaltet. Wenn ihr dann gegen Majora am Ende kämpft, ist das super hilfreich hier und das Vieh förmlich, weil ohne die Maske ist der Kampf wirklich brutal schwer. Da müsst ihr schon ordentlich gespielt haben. Für mich definitiv der beste Teil der Serie. Ich lasse das einfach mal so oben liegen vielleicht so. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel, da habe ich leider nicht so viele Erinnerungen dran, das habe ich mir damals total günstig gekauft, das hat fast gar nichts mehr gekostet. Es ist Hyrule Heaven, das ist ein Rollenspiel, das ist ein Kampfrollenspiel, kann man quasi sagen. Ich habe sehr dunkle Erinnerungen nur dran, weil ich fand das Spiel erstens zum Kotzen, ich habe es wirklich danach auch nicht mehr gespielt. Ich kann mich so viel dran erinnern, dass die Grafik von dem Spiel extrem hübsch war für damalige Zeiten. Das Kampfsystem war irgendwie rundenbasiert, kann ich mich erinnern, sehr dunkel und irgendwie hat jeder Angriff irgendwelche Punkte verbraucht, meine ich. Ihr könnt mich sofort verbessern, falls es falsch ist und falls irgendwelche Leute was, also falls ihr was darüber wisst, denn ich weiß wirklich fast gar nichts mehr beim Spiel. Und habt ihr gegen solche Monster gekämpft, rundenbasiert und es war wirklich knackig im Schwierigkeitsgrad. Ihr habt auch verschiedene Moves freigeschaltet. Ihr habt richtig gegen die Viecher gekämpft, mit Schlägen und so, rundenbasiert, kann ich mich erinnern. Und das war es einfach so, ist von Konami entwickelt worden. Nicht wirklich so der Hammer gewesen. Okay, nächstes Spiel. Ja, jetzt kommt das Spiel überhaupt, F-Zero X. Das war, um ehrlich zu sein, mein zweites Spiel nach Super Mario 64 für das Nintendo 64. Oh mein Gott, habe ich viele Stunden damit verbracht. Der Soundtrack, die Fahrer in dem Spiel natürlich. Ihr habt da, glaube ich, 30 Karren, die das Nintendo gleichzeitig darstellen konnte. Und dann habt ihr das als Kind gesehen und da wurde einfach nur euer Gehirn gesprengt. Das war der Hammer. Das war der absolute Hammer. Ich habe Stunden mit dem Spiel verbracht. Gerade zusammen im Multiplayer-Modus, 4 Spieler Splitscreen, der Hammer. Absoluter Hammer. So viel Spaß gemacht. Wie gesagt, der Soundtrack war der Hammer. Und die ganzen Strecken und so. Und wie ihr da einfach beschleunigen konntet. Der Hammer. Ja, absoluter Hammer. Das Einzige, was ich mich daran so wirklich erinnern kann. Und ich habe es auch in die Jahre natürlich auch im Internet ein bisschen verfolgt, die ganzen Speedruns und so. Da kann man natürlich dann jetzt Blood Falcon nehmen und nicht auf Höchstgeschwindigkeit setzen, sondern auf Beschleunigung. Und dann kann man sich mit dem Ding zur Seite drehen, dann gegen die Wand boosten. Ihr kriegt in der zweiten Runde halt diese Boost-Power. Und könnt ihr ordentlich Gas geben, bis zu 5000 km/h oder so, was eigentlich normal nicht möglich wäre auf normalem Weg. Ich hatte das über die Jahre so ein bisschen verfolgt, ist ziemlich cool. Ich bin ein riesiger Fan der F-Zero-Serie, F-Zero GX, F-Zero X. Ich habe auch auf dem SNES das gespielt. Hammer. Ich bin ein riesiger F-Zero-Fan und F-Zero X ist keine Ausnahme. Es war der für mich geilste Teil überhaupt. GX war ein Teil, Ticken besser fand ich. Was natürlich die Präsentation anging, da haben die so einige Fehler ausgebügelt von F-Zero X. Nichtsdestotrotz, das geilste Spiel für mich überhaupt auf dem Nintendo 64. Da hat Nintendo mal wirklich gezeigt, was Sache ist und die Konkurrenz mal ordentlich in den Arsch getreten, die da mit ihren Spielen rauskam. Gerade bei Sony. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß, dass Sony damals spielemäßig die bessere Konsole war. Die haben einfach mehr verkauft, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt. Für mich persönlich war die Nintendo 64-Ära aber trotzdem die bessere. Kommen wir zu einem Rennspiel, habe ich wirklich fast gar nicht gespielt. Roadstars. Ja, fährt mal ein bisschen Auto. Mehr kann ich nicht darüber sagen. Mehr ist es auch ehrlich gesagt auch gar nicht. Okay, kommen wir zu einem Spiel. Auch viel zu viele Stunden mit verbracht und ich bereue ehrlich gesagt nichts davon. Lilat Wars heißt in Amerika Star Fox 64. Wurde von Nintendo natürlich entwickelt. Und dieses Spiel war der absolute Hammer. Ihr spielt natürlich Star Fox, Fox McCloud und ihr seid quasi auf der Suche nach eurem Vater gleichzeitig zu dem Spiel und ihr versucht natürlich die Welt zu retten, die vom bösen Affen Andros angegriffen wird und ihr fliegt dann halt durch die Level. Jedes Level hat auch so Routen, kann ich mich erinnern. Ihr könnt zwischen zwei wählen und auf der Weltkarte könnt ihr dann halt eine bestimmte Route halt fliegen. Das heißt, ihr fliegt durch euer Level, dann könnt ihr euch entscheiden, macht ihr diese Bonus-Sache, die in dem Level...
Okay, da ist wieder meine Kamera ausgegangen. Ihr macht einfach die Bonussache, die ihr in dem Level machen könnt halt. Dann habt ihr zwei Routen. Dann könnt ihr über dahin fliegen und auf der Weltkarte ändert sich das dann halt auch, wie ihr da durchgehen könnt.